Hallo Freunde, willkommen zurück zu XCOM. Ich lade gerade eine neue Aufnahmesitzung und so wie es aussieht, müssen wir als nächstes einfach nur Zeit totschlagen. Haben einen verwundeten Soldaten und einer ist noch in der Guerillataktikschule, dauert 5 Tage. Das ist der Jean de Bois, den sehen wir hier. Ich würde sagen, wir scannen einfach mal irgendwas. Keine Ahnung, was es zu scannen gibt. Im Zweifelsfall suchen wir nach Infos. Aber wir haben intakte Gebäude mit Rekruten. Aber wir schauen erstmal ganz kurz. Wir haben hier drüben noch eine Vorratslieferung, 3 Tage zu scannen. Und ein Ressourcenlager, 2 Tage. Das muss auch noch alles gemacht werden. Uiuiui. Avenger berechnet neuen Kurs. Richtig, zuletzt kam hier eine Mission dazwischen, die wir nicht aufschieben konnten. Aber wir waren hier dabei, die Ressourcenlager und die Vorratslieferung zu scannen. Strategische Ressource gefunden. Sehr gut. Commander, eine Vorratslieferung des Widerstands muss noch immer eingesammelt werden. Wir könnten die zusätzlichen Vorräte gebrauchen, um Waffen und Rüstung zu kaufen. Oder Einrichtungen zu bauen und zu verbessern. Oder die Putzfrau zu bezahlen. Oder. Ist mir klar. Avenger berechnet neuen Kurs. Eins nach dem anderen. Ich kann ja auch nicht zaubern. Wir könnten ein paar Skyranger losschicken, die Gebiete zu durchsuchen und die Vorräte mitzubringen. Dann muss nicht jedes Mal die ganze Basis dahin. Wie wäre das? Wie? Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Ach, eine Reihe brauchst du nicht entdecken. Mir reicht es, wenn du eine Sache entdeckst. Eins nach dem anderen. Was haben wir denn? Die Widerstandskommunikation. Hervorragend. Kommunikationszentrale. Ja genau, wir werden jetzt demnächst dann anfangen, weitere Gebiete zu kontaktieren. Das wird bestimmt interessant. Wenn wir bessere Rüstung wollen, muss ich die Hybridmaterialien zuerst erforschen. Dauert auch nur 2 Tage. Ich würde sagen, das schieben wir kurz dazwischen. Der Rest dauert ein bisschen länger. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Ja, dann aber los. Was haben wir jetzt? Ostamerika. Commander, wir können nun versuchen, den Kontakt zu lokalen Widerstandsgruppen auf der ganzen Welt herzustellen. Wenn wir ausreichend Informationen für einen Kontakt gesammelt haben, müssen wir das Zielgebiet nach dem Signal der Widerstandskämpfer scannen. Wir könnten doch einfach Brieftauben hinschicken. So funktionieren die zwar nicht, aber was soll's. Ja, New Mexico und Schnickschnack und Gedöns. Lass mal ganz kurz gucken. Wo sehen wir denn nochmal gleich, welchen Vorteil wir haben, wenn wir ganz Nordamerika kontaktiert haben? Sieht fast so aus, als werden mir die Vorteile noch nicht angezeigt, bis ich Kontakte aufgebaut habe. Na, eins nach dem anderen. Sehr schön. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Sehe ich ähnlich, aber ich glaube, diesmal werde ich keine dieser Nanoschuppenwesten bauen. Aber wir haben jetzt die Plattenrüstung verfügbar als Forschung. Da fehlen uns aber noch Alien-Legierungen. Richtig, diese Rohstoffe kriegen wir relativ spät erst freigeschaltet. Relativ spät in Anführungszeichen. So, wir könnten Alien-Biotechnologie erforschen. Das hat was mit diesem komischen Stecker zu tun. Den Widerstandsfunk, dann können wir die Kontaktaufnahme günstiger gestalten und kriegen mehr Ressourcen. Oder wir erforschen die Gauss-Waffen, dann könnten wir die Magnetwaffen unter Umständen überspringen. Das machen wir, glaube ich. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. So, Alien-Trümmer sind gleich fertig. Das heißt, wir schauen uns den nächsten Raum an. So, wir könnten ein Labor einrichten. Wissenschaftler können in Laboren eingesetzt werden, um Dr. Teigen zusätzlich zu unterstützen und das Tempo aller Forschungsprojekte zu beschleunigen. Klingt interessant, ist aber keine Priorität, sage ich mal. Werkstätten. Ingenieure können Werkstätten eingesetzt werden, um einzigartige Gremlin-Drohnen zu bauen, die einen angrenzenden Raum oder eine angrenzende Einrichtung besetzen können. Wir bauen also Roboter, die danach Raumbesetzer spielen
und verwandeln so effektiv einen Ingenieur in zwei, weil zwei Drohnen von einem Ingenieur gesteuert werden können und diese Drohnen bemannen dann oder bedrohen in dem Fall die anliegenden Räume. Sowas ist natürlich besonders gut, wenn es hier in so einem zentralen Raum passiert, weil die Drohnen, wie gesagt, in angrenzenden Räumen eingesetzt werden können. Sinnvoll wäre es zum Beispiel, wenn wir hier eine solche Werkstatt hätten, hier eine Kommunikationszentrale, dann kann die Drohne die Kommunikationszentrale bemannen oder bedrohen und wir erhalten dann zusätzliche Kontakte dadurch. Man kann die Werkstatt, habe ich gelesen, später auch aufrüsten, um einen zweiten Wissenschaftler reinzupacken, um wieder zwei weitere Drohnen zu erhalten. So machen wir aus zwei Ingenieuren, sage ich ständig Wissenschaftler, ich meine Ingenieure. So können wir aus zwei Ingenieuren vier machen, effektiv. Was uns später personaltechnisch nur hilft. So, das hilft uns aber auch erstmal nicht weiter, solange ich nicht weiß, was ich hier reinpacken will. Ich habe einen Wunschraum, aber der wird hier noch nicht gelistet. Es gibt nämlich da etwas, das die Soldaten stärker macht, wenn sie aufsteigen, habe ich gelesen. Und das sollte man wohl als eines der ersten Räume bauen, aber... Es wäre möglich, dass wir erstmal Energie brauchen. Wobei die Kommunikationszentrale auch wichtig ist. Machen wir eine Kommunikationszentrale hier rein. Kommunikationseinrichtung. Commander, unsere Energiesysteme arbeiten am Limit und haben keine freien Kapazitäten mehr, sodass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können. Commander, ich benötige mehr Personal fürs Ingenieurteam, bevor wir mit dem Freiräumen der anderen Räume beginnen können. Erzähl mir nix. Wir sind dabei, hier den letzten Raum der ersten Etage freizuräumen. Das dauert nur 5 Tage. Anschließend haben wir hier noch 11 übrig. Da packe ich sie da rein und dann machen wir da 5,5 draus oder so. Werden wir dann sehen. Das heißt, die Kommunikationszentrale wird auch relativ schnell fertig. Wir rechnen also mal hier mit 10 Tagen optimistisch, statt 6. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. 2 Tage noch, bis unser Scharfschütze fertig ist. Ein Tag bis zur Vorratslieferung, das ist gut. Commander, zur Unterstützung Ihrer Bemühungen stehen Ihnen zusätzliche Ressourcen und zusätzliches Personal im Widerstandshauptquartier zur Verfügung. Finde ich gut. Okay, wir haben 16 Tage bis zur Vorratslieferung. Da können wir unter Umständen mit 2 weiteren Zonen Kontakt herstellen. Vorher möchte ich aber eigentlich noch ganz gerne Rekruten. Das ist die Frage. Wenn ich die Rekruten zuerst mache, könnte es mit Neu-Mexiko ein bisschen knapp werden. Wenn ich Kontakt herstelle, habe ich garantiert die nächste Mission. Wir machen das zuerst. Avenger berechnet neuen Kurs. Ich möchte am Anfang ganz betont ein bisschen ruhiger angehen lassen. Das Spiel hat, so wie es scheint, spezielle Trigger, sage ich mal. Das heißt, wenn wir das erste Mal Kontakt zu einem anderen Widerstand herstellen, dann werden gewisse Dinge eingeleitet. Wenn wir gewisse Forschungen abschließen, wie zum Beispiel diesen Stecker, dann werden gewisse Dinge eingeleitet, weil das einfach die Hauptstory voranbringt. Ich möchte so viel wie möglich jetzt schon am Anfang machen, um besser vorbereitet in die nächsten Missionen reinzugehen. Das ist der Plan dahinter. Soweit, so gut. Den hätten wir ausgebildet. Mal wieder Scharfschütze. Wir sollten mal was anderes ausbilden, finde ich. Ab in die Guerilla-Taktik-Schule. Wie sieht es aus mit neuen Kampftaktiken? Wir haben 107 Vorräte. Wir könnten Trupp Größe 1 kaufen. Kostet nur 50 und wir können einen extra mitnehmen, was an sich wirklich effizient ist. Hilft uns in den Missionen sehr. Besonders gegen die Vipern. Wenn man, ich sag mal, Nachteile hat, was die zahlenmäßige Überlegenheit angeht, gegen die Vipern, dann zerlegen die den Trupp. Das haben wir beim letzten Spielversuch gesehen. So, was machen wir sonst noch?
Bandoya Godongwana. Okay. Warum nicht? Ich habe keine Ahnung, wozu ich dich ausbilden will. Aber ich glaube, wir können noch einen Specialist gebrauchen. Wow, Namen gibt's, die gibt's gar nicht. So, lass mal gerade gucken. Waffenkammer, da können wir uns mal die Soldaten anzeigen lassen. Welche haben wir denn derzeit noch? Er hier wird ausgebildet zu einem Specialist. Sortieren wir mal ganz kurz nach Klasse. Wir haben nur einen Grenadier, zwei Ranger, vier Scharfschützen und zwei Specialists. Okay, da wäre er eigentlich als Grenadier besser gewesen. Aber dritter Specialist, warum nicht? Okay, das heißt, als nächstes ein bisschen Zeit totschlagen, wie da ein bisschen Raum freigeräumt ist. Das sollte außerdem ein paar Ressourcen geben. Das Ganze wird natürlich dann ausgebremst mit dieser Vorbereitung, weil wir nicht alle Ressourcen haben. Das wird auch erst nach einer Zeit freigeschalten. Das ist auch wieder einer dieser Trigger. Aber wir können hier ein bisschen Zeit verbummeln und so viel forschen und vorbereiten, wie es eben geht. Wir haben ein neues Ziel für Guerilla-Einsätze. Die sind so ein bisschen zufällig, wann die auftauchen. Belohnung. Corporal Philippe Blanco, Ranger. Grenadier wäre mir lieber gewesen. Hacke den geheimen Computer des Widerstands. Behindert düsteres Ereignis Alien Code. Erhöht die Informationskosten um 100%. Wenn wir die Mission also nicht schaffen, wird es für uns deutlich aufwendiger, Kontakte herzustellen. Na schön, dann geht's setze los. Setze Kurs auf den westamerikanischen Bezirk. Schade. Jedes Mal, wenn wir nach Rekruten scannen, passiert irgendwas Blödes. Aber wir haben jetzt 5 Leute dabei. Das ist schon mal ein Anfang. Gut, wir haben hier schon mal einen Sergeant. Cyber. Nehmen wir sie mal mit. Sie ist auch unsere Heilerin. Ich glaube, sie haben wir sogar so ausgerüstet oder geskillt, dass sie betäubte Leute wieder aufstellen kann. Was eine ziemlich feine Sache ist. Dann nehmen wir Wakizashi mit. Macht eine Menge Schaden. Wir nehmen mit Corporal Grenadier. Wir nehmen mit Corporal Ranger. Warum nicht? Und Rekruten nehmen wir nicht mit. Wir können aber mal noch einen Private mitnehmen. Einfach um ihn möglichst befördern zu lassen. Da würde ich sagen, nehmen wir ihn hier mit. Einfach weil wir noch einen Scharfschützen in der Truppe brauchen. Zwei Ranger ist eigentlich schon böse. Aber warum nicht? So, wie sieht's aus mit der Ausrüstung? Haben wir Alternativen? Nein, haben wir nicht. Das heißt, es bleibt bei den Granaten. Super. Noch ein Grund, warum wir ein bisschen forschen sollten. Können wir neue Gegenstände herstellen? Ich weiß, wir können die Nano-Weste herstellen. Aber daran möchte ich im Moment eigentlich keine Vorräte verschwenden. Einfach gesagt, mir ist eine Granate lieber als ein Trefferpunkt mehr, weil eine Granate macht 3 Schaden, kann Deckung zerstören, kann mehrere Ziele beschädigen und so weiter. Dagegen ist ein Trefferpunkt einfach ein bisschen lausig. Ja, und dafür fehlen uns Alien-Legierungen und Zeugen. Das ist natürlich noch nicht freigeschaltet. Wir können es forschen, aber nicht bauen. Schade das. Na schön. Das wäre es dann auch für heute gewesen. Mal wieder eine kurze Basis-Episode. Morgen legen wir dann los in dem Einsatz hier. Bis dahin, macht's gut. Hallo, die Ohren steif. Ciao, Freunde.